Wir sind jetzt schon einige Tage in Deutschland unterwegs mit unserer kleinen Tour durch die Sexiest Vespa und Lambretta Workshops. Und heute sind wir in Lübeck angekommen. Und während dieser Tour, da haben mir die Interviewpartner schon immer gesagt, wenn ihr nach Lübeck kommt, das wird nochmal ein richtiges Highlight. Und jetzt sind wir da in Lübeck. Und zwar im Brieftauben-Ersatzteile-Schlute. Kann ich jetzt nichts mit anfangen, aber wir gucken uns das einfach mal an, wen wir da treffen. Moin! Moin! Sehr gut. Ihr seid die Brieftaubenzüchter? Fast. Fast, ja. Stefan, wir hatten geschrieben. Schön, dass du hier bist. Schön, dass ihr da seid. Grüß dich. Vielen Dank. Ich bin Jasko. Moin. Honne, moin. Moin, Matze. Stefan hatte ich schon. Andreas. Hi. Moin, Sven. Moin, Sven. Jörn, moin. Moin, Jörn. Moin, Jasko. Moin, Sven. Jetzt hätte ich meine auch Jasko gesagt. Bastian, hallo. Bastian, moin. Hi. Und dich kenne ich, das habe ich schon mal gesehen. Trotzdem moin. Moin, Marek. Marek. Moin, Torben. Moin, Torben. Moin, Toffi. Moin, Toffi. Sehr gut. Ja, cool. Also, ich würde am liebsten an der Feuertonne bleiben, weil es ist nämlich echt kalt. Es ist Februar. Und Lübeck ist im Februar nicht gerade für seine Sonne bekannt, oder? Hatten wir schon heute. Aber eigentlich wollen wir uns das da angucken. Kannst du mich kurz rumführen, Stefan? Gerne. So, hier steht es dann auch schon dran. Reusenlager. Wie kommt es dazu, dass draußen Brieftaubenersatzteile dran steht? Also ganz früher war das hier wohl mal eine Brieftaubeneinsatzstelle, so heißt das wohl in Brieftaubenkreisen. Okay. Und wir haben das Gebäude quasi übernommen. Einsatzstelle war für uns dann irgendwie unpassend und dann haben wir einfach Ersatzteile draus gemacht. Sehr gut. Eher so ein Restaurationsgedanke. Quasi. Sehr gut. Aber jetzt gehen wir in die heiligen Hallen. So, und hier stehen wir gleich in der Werkstatt schon. Richtig, die Roller zuerst. Wer schraubt ihr alles? Habt ihr hier für jedes Mitglied der Reuse? Oder, nee, so viele Plätze hätten wir gar nicht. Okay. Hier wechseln wir uns natürlich ab. Der gerade was am Start hat, der nimmt sich seinen Arbeitsplatz. Okay. Und auch wenn es ein längeres Projekt wird, dann... Richtig, genau. Dann kann das auch mal länger besetzt werden. Dann kann das auch mal ein bisschen länger besetzt werden, ja. Aber das sieht alles sehr, sehr professionell aus, wenn man sich das hier anschaut. Doofe Frage, ne? Aber habt ihr das alles neu gebaut? Weil das sieht alles hier so... Ja, um das unseren Bedürfnissen anzupassen, mussten wir das neu bauen. Okay. Und so haben wir uns oben quasi ein Podest eingerichtet mit Lagerregalen. Das ist aber cool. Also habt ihr richtig viel Eigenleistung auch erbracht, um das hier zu bauen? Also durch Corona hatten wir jetzt auch so ein bisschen die Zeit, sodass wir hier wirklich fast jedes Wochenende anderthalb Jahre gebraucht haben, um das so hinzubekommen, wie es jetzt ist. Okay. Und fertig sind wir noch lange nicht. Was habt ihr da drin? Ja, das ist unsere Metallbaubude, Flexen bohren. Boah, da sieht man mal, wie penibel Stefan arbeitet, denn wir haben hier jetzt einige Schmutzräume schon gesehen, einige Metallräume, aber so sauber wie das hier, ne, war noch keiner von denen. Kann das sein? Ja, wobei wir hier auch noch nicht allzu viel gemacht haben, weil ja noch alles relativ neu ist. Ah, in zwei Jahren wird das hier wahrscheinlich ganz anders aussehen. Okay, ich war schon geschockt, wie ein Metallraum so sauber aussehen kann. Aber das ist eine sehr gute Begründung. So, wo gehen wir als nächstes hin? Gehen wir mal rüber in den anderen großen Raum, würde ich sagen. Ja, Wahnsinn. Ja. Das ist ja... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist ja irgendwie alles auf einmal. Ihr habt hier Rollerparkplätze. Richtig. Da können die Mitglieder ihre Roller abstellen. Da stehen die Roller, wo gerade nicht dran geschraubt wird. Ihr habt eine komplette Bar und ihr habt das alles irgendwie dekoriert. Und ihr habt hier, was sind das alles für... Das sind alles Logos von Rollerclubs oder Teileherstellern. Wir wollten hier ja nicht nur irgendwie für uns eine Werkstatt schaffen, sondern für die Rollerszene hier in Norddeutschland einen Anlaufpunkt. Okay. Und damit sich hier jeder irgendwo so ein bisschen wohlfühlt und so ein bisschen zu Hause fühlt, kam ich irgendwann mal auf die Idee, befreundete Clubs, befreundete Firmen zu fragen, stellt uns doch euer Logo zur Verfügung und wenn ihr uns dann mal besuchen kommt, dann findet ihr euch auch ein Stück weit wieder. Und hier hinten habt ihr auch professionelles DJ-Pult noch, macht ihr auch Partys hier dann?
Ja, normal machen wir einmal im Jahr und das machen wir schon seit ein paar Jahren so, eine Saisonabschlussparty. Ja. Meistens immer so in Kombination mit dem Abrollern in Lübeck. Und hier habt ihr tatsächlich eine Live-Übertragung zum Prüfstand? Ja, richtig, genau. Wir haben ja unseren Prüfstand im Turm von Marek, den er im Spielzimmer nicht stellen kann, aus Platz- und aus Lautstärkegründen. Und weil der Raum so klein ist und natürlich alle Leute immer gucken wollen, haben wir uns gedacht, da müssen wir uns was einfallen lassen. Und so kann man sich dann hier schön hinsetzen und kann dann hier live die Prüfstandsläufe verfolgen. Dann kann man hier in der Theke sitzen und in aller Ruhe, ohne dass es Krach macht und stinkt, kann man sich anschauen, wie die Roller dort sterben. Also ich bin tatsächlich geflasht. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn, was die Jungs hier auf die Beine gestellt haben. Aber jetzt haben wir uns das alles angeguckt und jetzt möchte ich natürlich noch mal genau wissen, wie das entstanden ist, wer dabei ist und warum er das macht. Und ich glaube, dazu setzen wir uns mal gemütlich hin, oder? So, jetzt haben wir es uns ein bisschen bequem gemacht hier in der guten Stube. Und jetzt hätte ich gern natürlich ein bisschen mehr Infos über das Reusenlager. Also wie ist das entstanden, wer ist Mitglied des Reusenlagers und was treibt ihr so? Fangen wir mal einfach damit an, wie ist das Ganze entstanden? Wir haben uns auf dem Anrollern in Lübeck mal kennengelernt, 3-4 Leute. Haben dann durch das Erzählen festgestellt, dass wir alle nicht die Möglichkeit haben, irgendwie zu Hause vernünftig zu schrauben. Und so ist der Gedanke entstanden, irgendwas zusammenzumachen. Und keine Ahnung, Wohnung, Altbau, Lübeck Innenstadt, da gibt es halt keine Möglichkeiten, mit überhaupt nur irgendwelche Räume zu finden. So, und dann haben wir zu viert, glaube ich, waren wir, haben uns dann in Bad Schwartau eine Doppelgarage angemietet, was denn so unsere erste Heimat war, wo wir angefangen haben. Na, da sind wir relativ schnell an unsere Kapazitätsgrenzen gekommen. So, eine Doppelgarage ist natürlich schnell vollgestellt. Ja. Und ich glaube, so nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren hatten wir dann die Möglichkeit, in Lübeck in der Innenstadt auf ein altes Werftgelände zu ziehen, in eine alte Werfthalle. Aber ihr habt früher auch schon Partys gemacht, aber das war dann richtig, das Werkstatt, war ausgeräumt und Party gemacht. Genau. Und dann habt ihr euch gedacht, als ihr hierher gezogen seid, jetzt ziehen wir das nochmal ganz anders auf. Ja, genau. Also wir haben dann lange gesucht, bis wir überhaupt eine neue Location gefunden haben. Das ist ja nur auch nicht ganz einfach. Als uns dann die Räumlichkeiten hier angeboten wurden, standen wir natürlich vor der Frage, eigentlich ist es viel zu groß. Machen wir das? Und wenn wir es machen, dann ist das halt mit viel Arbeit verbunden. Aber dafür haben wir halt auch mehr Platz zur Verfügung. Ist das irgendwie clubgebunden oder seid ihr einfach eine Freundschaftsklicke? Nee, genau. Also wir sind kein Club und wir wollen auch keinen Club. Wir sind so ein Zusammenschluss aus Freunden irgendwie. Ja. Das muss miteinander zwischenmenschlich irgendwie passen. Okay. Mit wie vielen Leuten? Wir sind jetzt 12. Und ihr habt natürlich auch wahnsinniges Glück gehabt, das hier zu finden, oder? Das ist ein altes Militärgelände aus dem Zweiten Weltkrieg, wo nur Gewerbe, Kleingewerbe und sowas ist. Und dadurch stören wir hier niemanden, können Krach und Lärm machen, ohne dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, was in Innenstädten oder in Wohnlagen gar nicht möglich wäre. Das ist schön dekoriert, ihr habt Einbauten gemacht mit eurem Lager und so weiter. Diesen Tresen, das gab es doch auch vorher alles nicht. Die Vormieter, das war eine Familie in zweiter Generation. Die haben hier Räucherspänen und Räucherholz geschnitten und gesägt. Okay. Ihren Müll draußen vor der Tür entsorgt, 30 Jahre kein Müll weggebracht und auch 30 Jahre die Halle nicht sauber gemacht. Und als wir dann die Flächen hier übernommen haben, sind wir die ersten Wochen mit einem Spachtel und einem Rollgerüst und haben die Wände abgekratzt, weil da 3-4 Zentimeter Staub drauf waren. Wie lange habt ihr dafür gebraucht, um das so herzurichten? Na, jetzt so die letzten anderthalb Jahre ungefähr. Ehrlich gesagt, das hat sich unglaublich gelohnt. Das ist wirklich ein schöner Platz geworden. Aber es geht auch um Roller. Und deswegen würde ich sagen, gucken wir uns mal die Projekte an, die jetzt gerade in der Reuse gestartet werden. Natürlich gibt es im Reusenlager auch wieder sehr schöne Rollerprojekte zu sehen. Und ich stehe hier vor einem Rollerprojekt, das gefällt mir persönlich sehr gut, weil ich stehe total auf Cutdowns und auch gerne auf mattschwarze Cutdowns. Und den Besitzer von diesem mattschwarzen Cutdown, der steht jetzt neben mir, das ist Sven. Ja, das ist mein Roller, den habe ich so übernommen, muss ich dazu sagen. Gebaut hat ihn der Ray von den Ostholsteiner Sepperköppen. Habe nur meinen Motor quasi eingebaut. Das ist ein Pinasco-Motor, das ist einer der ersten, die es damals gab. Ich habe Glück gehabt, ich habe einen erwischt, der okay war vom Gehäuse her. Ganz normales 200er Getriebe drin, im kurzen vierten T5-Gang. Was ist das für ein Auspuff?
Das ist ein Mustang, ein Nordspeed. Wie bist du dazu gekommen, wieder mal einen Cutdown zu bauen? Es war halt immer schon immer ein Traum, mal ein bisschen was anderes zu haben und was auch bezahlbares anderes zu haben. Wenn man sich jetzt irgendwie in eine andere Richtung orientiert, dann muss man doch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Und so ein Cutdown ist halt doch optisch ein bisschen was anderes, aber ist was, was man auch bezahlbar halt irgendwie auch bekommt. Ich finde es sehr schön. Ja. Also wie gesagt, ich bin Fan von sowas und auch noch mit dem vollen Kotflügel. Ja. Bin schon gespannt, wann das Ding fertig und auf der Straße ist. Ja, ich auch. Dankeschön. Danke dir, Sven. Jetzt stehen wir schon vor dem nächsten Projekt und zwar vor einer Lambretta. Man sieht, das dauert noch ein bisschen, bis sie fertig ist. Aber wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Lackierung und dieses Projekt gehört Sven. Ja, genau. Also das ist meine Lambretta. Normalerweise komme ich ja so mehr von der Small Frame Vespa und das ist, wie gesagt, die erste Lambretta, die ich mir jetzt aufbaue. Hat diese Farbgebung ein bestimmtes Thema, einen bestimmten Grund? Ja, ein Thema verfolge ich jetzt nicht. Das sind einfach die Farben, die mir gut gefallen und wie ich mir eine Lambretta ganz gut vorstellen könnte. Zum Glück haben wir da in unserem Bekannten- und Freundeskreis einen sehr guten Lackierer. Das sogenannte Highland Green Metallic, also kein Racing Green. Das ist auch ein Metallic-Lack. Als Komplementärfarbe halt das Kupfer. Das fand ich anschaulich. Ganz gut. Ist sehr schön. Lass uns ein bisschen teilhaben an deinen Plänen. Was soll rein? Geplant ist halt ein TS1-Zylinder. Also ein Oldschool-Zylinder, das ist eigentlich schon so gut wie abgeschlossen vom Motor. Das mache ich aber nicht hier, das findet woanders statt. Vorne wird halt noch eine Scheibenbremse konfiguriert gerade und ja. Okay. Dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Bin ich sehr gespannt, wann du fertig bist. Was rechnest du? Also sie soll dieses Jahr noch laufen. Dieses Jahr noch laufen? Dieses Jahr soll sie noch laufen. Dann hoffen wir natürlich, dass du nächstes Jahr damit zu uns zum Open Day kommst, mit der fertigen Lambretta. Das kann vielleicht passieren, ja. Würde mich freuen. Vielen Dank, Sven. Ja, sehr gerne. Jetzt stehen wir vor einem Projekt, das sieht schon sehr speziell und sehr aufwendig aus. Und das gehört Stefan? Ist ein PK-Rahmen mit einem V50 Flip-Hack von PLC, was abgeändert wurde. Ja, und dann versuche ich dort, so einen Jugendtraum mir zu verwirklichen, einen wassergekühlten. Sieht man hier vorne schon, hier vorne sind zwei dicke Aluminiumkühler. Genau. Das sieht auch schon alles sehr professionell aus, wie das hier untergebracht ist. Und der Zylinder. Kannst du dir noch zeigen? Der Zylinder, das sieht dann so aus, das ist ein E-Tile Kit Rotax, also ein Tuning-Zylinder von der Aprilia RS125 mit Auslasssteuerung auf 56 Hub in einem Originalmotorgehäuse, das war mir ganz wichtig. Also das ist ja heute auch schon fast wieder oldschool, ne? Also weil der Rotax-Zylinder, der wurde ja schon immer gern genommen, aber das waren sehr aufwendige, sehr seltene Projekte. Richtig. Und das ist ja schon wieder fast ein Oldschool-Projekt. Was du auch anscheinend sehr aufwendig löst, ist das hier. Ne? Das sind fünf Kontakte. Und richtig. Hier im Höcker gibt es auch nochmal fünf Kontakte. Wofür sind die? Im Grunde genommen dafür da, um keine fliegende Kabelverlegung zu haben für das Rücklicht nachher und für die Blinker und für die Nummernschildbeleuchtung. Okay, also dann kannst du das immer hier klappen und im runtergeklappten musst Zustand. Dir keine Gedanken über die Kabel machen. Genau. Das ist sehr geil, sehr schön gelöst. Wie das Ganze vielleicht später mal aussehen kann, das sieht man hier, weil dieser Roller gehört auch Stefan. Wann hast du den gebaut? So steht er, glaube ich, jetzt 7 Jahre da. Immer mit weiteren Veränderungen. Eigentlich immer im Winter nach der Saison ein paar Verbesserungen vorgenommen. Und so wie er jetzt da steht, fahre ich ihn jetzt 2 Jahre mit einem 60er Quattrini. Das macht mich gespannt auf dieses Projekt, wie es aussieht. Ich hoffe, das sehen wir am Ende auch. Im Idealfall natürlich, wenn du mal bei uns vorbeikommst. Gerne. Danke, Stefan. So, jetzt stehen wir schon wieder vor einem Projekt, was schon bereits sehr schön lackiert ist, wie ich sehe. Und das Projekt gehört Schwedi. Schwedi. Magst du uns was dazu erzählen? Ja, so eine kleine Never-Ending Story. Ich wollte damals Roller fahren, weil alle meine Jungs Roller gefahren sind. Dann haben wir das Ding in der Motoretta damals gefunden. Bei jemandem in Bonn. Ich habe sie mir dann geholt. Dann habe ich sie nur 2 Jahre gefahren und damals überlegt, ja, sie müsste mal Farbe kriegen, nichts Schickes, einfach nur Farbe, damit sie nicht mehr rostet. Der Motor wird noch geschliffen und geläppt demnächst. Der soll, also da kommt tatsächlich ein komplett polierter Motor rein. Der soll komplett poliert. Wenn das so getunter läuft. Motor oder originaler Motor? MHR kommt da rein. Malossi ist schon da, genau. Malossi MHR ist schon da. Ein RZ Mark II Left Hand, glaube ich. Das ist ein Edelstahl, kommt drunter. Und das Wichtigste ist, also haben wir das schon gesagt, ist ein Rallye. Das ist eine Rallye 200. Und hier vorne hast du das, du hast auch so ein bisschen Brush. Nee, das ist lackiert worden. Also ein Schriftzug, der nicht aufgeklebt oder genietet ist? Nein, das ist lackiert. Einlackiert. Das ist einlackiert. Das ist Olaf hier. Ja. Olaf. Döring? Döring. Ist aber eigentlich habe ich fast alles bis auf die Motorhälften. Ist alles da. Sitzbank ist gemacht.
Okay. Die originale Sitzbank habe ich mir machen lassen, die ist auch wieder in schwarz mit einem roten Keder. Also es kommt tatsächlich dieser Brotkasten rauf, die Kiste wird wirklich original Look haben am Ende bis auf den Auspuff. Okay, also auch ein schönes Projekt, freue mich auch schon darauf, das Ding fertig zu sehen. Aber sag mal, merkst du das? Hast du auch so einen Durst? Ja, und wie? Ganz trocken. Quatschen macht Durst. Ja, ne? Und wir im Norden sowieso. Gehen wir mal in die Theke, oder nicht? Auf jeden Fall. Sehr gut. So, ihr habt ja nicht umsonst so einen professionellen Tresen hier. Aber ich sehe gerade, hier ist übrigens gerade die Prüfstandskamera in Action. Marek spielt ein bisschen. Der hat aber anscheinend keinen Durst, deswegen gehen wir einfach weiter, oder? Ja. Sehr gut. Jungs, was gibt's? Berliner Luft. Berliner Luft, ein Traum. Ne? Ich fühle mich geehrt. Es war mir eine große Ehre und eine noch größere Freude. Da man auf. Prost. 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 Ich komme rum. Prost. So. Prost. 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 So. Vielen Dank. Und an euch, wenn es euch gefallen hat und ihr weitere Most Sexiest Workshop sehen wollt, dann Bimmel drücken und beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, ciao und Prost! Prost. Ja, jawohl!